Die Schmerzen waren nach ein paar Tagen weg. Innerhalb kürzester Zeit haben sich Rückenschmerzen aufgelöst, haben sich Kopfschmerzen aufgelöst. Eine ganz neue Erfahrung, dass das so schnell funktioniert hat. Du hast spürbar eine große Hilfestellung bei den Menschen, die oft sehr leiden. Es wird ein sehr spannendes Thema für die nächsten Jahre werden. Ich bin mir sicher, es ist was richtig, richtig Gutes und das ist die Zukunft. All diese Heilweisen auf der ganzen Erde beruhen auf eins, auf Information, Frequenz und Schwingung. Und dann kann man einfach diesen Impuls, es muss doch möglich sein, dass man diese Informationen irgendwo speichert. Und so entstand dieser SHT-Chi. Und mein Sinn ist es ja, den Menschen, den Tieren was an die Hand zu geben, wo hilft. Und da bin ich offen für das Alternative, ja, aber auch für das Wissenschaftliche. Ich bin Naturheilpraktiker, Osteopath. Ich hatte vor einiger Zeit eine schwere Schädelverletzung. Wenn man wirklich einen Systemschaden hat, merkt man, wie schwierig es ist, mit Medikamenten auch oft zu therapieren. Und ich habe mit diesem System eine unmittelbare Unterstützung bekommen, bis hin zu einer fast vollständigen Genese. Die Leute sind begeistert und man ist natürlich davon auch begeistert als Therapeut, wenn man einfach einen Chip wohin klebt und du hast spürbar eine große Hilfestellung bei den Menschen, die oft sehr leiden. Das macht mich sehr glücklich in meiner Arbeit. Wir wissen ja, alles ist Energie, alles ist Schwingung. Und am Anfang dachte ich mir, okay, so ein kleiner Pflaster, so ein kleiner Chip, so eine große Wirkung, wie soll das funktionieren? Naja, ich teste es erstmal selbst an mir aus. Ich hatte da Schmerzen bzw. einen kaputten Zahn zum Beispiel und habe es da getestet, Kopfschmerzen. Und dann habe ich gemerkt, hey, das funktioniert. Ich habe da rundum tolle Erfahrungen gemacht und nicht nur ich. Ich habe in meinen Freundes-, in meinem Familienkreis beobachtet, in meinem Klientenkreis beobachtet, dass die Chips da wirklich super, super gut ankommen und bin hochzufrieden mit den Erfahrungen, die ich damit machen konnte. Wir haben sehr viel Sport gemacht, Skifahren, Wanderungen und durch diese angeblich starken Belastungen von meinem Knie wurde mein rechtes Knie derart abgenützt, dass ich immer Probleme hatte. Dann habe ich zum Glück den Chip entdeckt, den Schmerzchip. Ich habe ihm den Chip auf das Knie geklebt. Die Schmerzen waren nach ein paar Tagen fast zur Gänze weg. Es war für mich eine Riesenerleichterung. Also ich kann diesen Chip nur wirklich weiterempfehlen. Mein Favorit ist der Selbstheilungschip, weil er universell einsetzbar ist. Aber die anderen finde ich auch unglaublich wertvoll und eben eher gezielt einsetzbar. Immunchip würde ich jetzt auf jeden Fall nutzen, wenn ich auf Reisen gehe, wenn ich unter vielen Menschen bin. Ein Entgiftungschip würde ich in bestimmten Abständen, vielleicht zweimal im Jahr, für einen Monat tragen, um einfach den Körper dabei zu unterstützen, die Dinge loszulassen, die ich nicht im Körper haben möchte. Der Selbstliebe-Chip hat tatsächlich bei einem guten Freund, der viele Jahre mit dem Thema der Selbstliebe Schwierigkeiten hatte, so eine kraftvolle und schnelle Wirkung, dass sich Beziehungen in seinem ganzen Umfeld verbessert haben. Es ist ein wunderschönes Erlebnis gewesen, das zu beobachten. Bezug Regelschmerzen, habe diesen Bauchchip ausprobiert, den SAT Bauch-Chi, und habe es dann draufgeklebt auf den Bauchbereich, also unterer Bauchbereich. Und das war ein sehr wohliges, angenehmes Gefühl. Es hat sich sofort eine Entspannung ausgebreitet. Und das war innerhalb von 20 Minuten waren die Beschwerden weg. Also es ist unglaublich gewesen. Ich habe den SAT-Chi immer in meiner Handtasche dabei, falls ich die Beschwerden bekomme, dass ich den sofort anbringen kann. Auf dem Gebiet der Heilung von Tieren haben wir schon sehr viel erlebt. Und meine ersten Begegnungen jetzt mit diesen SAT-Chips waren so positiv, dass ich mir gedacht habe, das muss ja auch bei Tieren funktionieren. Wir haben es zum Beispiel bei einem Pferd probiert. Das Pferd hat Hufrehe und das ist eine Entzündung im Huf. Und da haben wir einfach direkt diesen Chip auf den Huf draufgeklebt und haben das einfach mehrere Tage draufgelassen. Und man hat dann trotzdem gemerkt, nach ein paar Tagen, dass das zum Wirken anfängt und dass sie einfach die Pferde danach schon wohler fühlen.
Mit ein paar Spitzenathleten haben wir das ausprobiert. Da habe ich ein super Feedback zurückbekommen, dass die Schmerzen weg sind und sie können voll trainieren. Es wird ein sehr spannendes Thema für die nächsten Jahre werden, wo ich, glaube ich, sehr viele glückliche Leute haben werde, die alle happy sind mit diesem Chip. Wir haben hier schon sehr, sehr viel erreicht. Der Anfang ist gemacht. Wir sind auf dem Weg, um die nächste Entwicklung voranzutreiben, die ESAT-Chips noch einfacher, schnellwirkender umzusetzen. Dafür lade ich euch einfach an, dabei zu sein. Unterstützt das mit eurem Wissen, mit eurem Tun, mit eurem Herzen, mit eurer Liebe. Denn ihr wisst ja, alles ist Liebe, alles ist Frequenz, alles ist Energie und ihr seid das. Und deshalb nehmt das Schicksal in die eigene Hand, so wie ich auch, und steigt mit an Bord und zusammen erreichen wir was Wunderschönes für unsere schöne Mutter Erde.